Okay, krass, wir müssen auf jeden Fall noch in die Vorschau gehen. Guck da. Das Intro vergessen. Das hier kommt noch. Leute, wir grüßen euch heute an diesem sommerverregneten Mittwoch. Sommerverregnet. Es ist fast schon Herbststimmung bei uns. Also normalerweise um diese Uhrzeit ist es noch hell, Leute sitzen in den Biergärten. Vor 2 Wochen haben wir hier geschwitzt und ihr habt gesagt, wir hatten viel zu viel an. Und heute ist eher wieder so ein Tee, gemütlich zu Hause, Wetter, man geht nicht raus. Es regnet zumindest schon den ganzen Nachmittag. Und ich glaube, das war der Sommer 2021. Nein, sag das nicht. Ich wollte gerade sagen, das passt ja auch jetzt gut zum letzten Stream vor der Sommerpause. Ja. Und du redest schon vom Herbst. Oh. Ja. Schön, dass ihr alle da seid, so zahlreich. Wir starten mit 140 Makeys hier in den Stream. Ich weiß, dass Blackjack, unser Mod, heute irgendwann am Nachmittag geschrieben hatte. Ich habe den ersten Kommentar abgegeben und wenn ich jetzt hier reingehe, sehe ich allerdings Nicole als ersten. Oh. Ich habe Blackjacks Kommentar auch gesehen und wir starten aber mit Nicole, mit der Begrüßung. Ich sitze heute hier und wir werden im Laufe des Streams sogar die Plätze wechseln, weil wir mehrere Sachen sticken werden. Und wir werden jemanden vorstellen, der auch hier im Stream ist. Was haben wir noch vor? Wir werden auf ein großes Gewinnspiel hinweisen oder eine Verlosung, die du vorbereitet hast. Und was es zu gewinnen gibt, das befindet sich hier vorne in den kleinen Tüten. Es wird ein Freebie geben. Und ja, macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück, schreibt rein, welches Team ihr seid. Jetzt habe ich aber was angesagt. Jetzt hast du was angesagt. Jetzt muss ich Gas geben. Nicole, schön, dass du da bist. Stefanie, schön, dass du da bist. Conny, auch schön. Bei euch regnet es überall im Nordschwarzwald. Bei Sonja, genau, noch schnell die Bügelwäsche erledigt. Ich hoffe, damit bist du durch. Ansonsten kannst du ja jetzt noch parallel weitermachen bei der Begrüßung. Chopper ist dabei. Gabi, Romy, Edeltraut. Ich gucke immer ein bisschen im Text, was sie so geschrieben haben, wo ihr herkommt, wie es, ob es regnet und guck mal, wie ich da... Das kannst du alles gleichzeitig verarbeiten. Ja, ich bin... Wenn ich euch begrüßen darf, dann bin ich immer froh, wenn ich alle Namen... Immerhin die Namen hinbekomme. Alle Namen, ja. Gabi ist da, Hans Bernd, Franziska aus Rendsburg, Sina Paul, Stefan Geis, Sigrid, Alicia, ich gucke mal gerade, aus Polen. Wow, cool. Henrike Edda aus dem Emsland, Christine ist dabei. Einen gemütlichen Abend an euch alle, schreibst du. Annette aus Braunschweig, Ann-Kathrin aus Erftstadt, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ist in der Nähe von Köln. Isabel ist da, Le Croumilleur, das klingt sehr französisch. Katie ist da, oder Kati. Claudia sagt, endlich schaffe ich es auch mal wieder und die Züge müssen heute ohne dich fahren. Aus Berlin. Schön, dass du dabei bist. Sabine ist da. Sissi ist da. Aus dem schönen Franken. Wie ist die Wetterlage bei euch? Fragst du in die Runde bei uns im Norden hier in Hamburg. Wie gesagt, regnet's und es fühlt sich ein bisschen herbstlich an, aber umso besser, dass man dann entspannt und gemütlich zu Hause sitzen kann und wir nicht so doll schwitzen wie beim letzten Mal. Genau, und dann muss ich auch schon fast an die Sommerpause denken, wenn es ans Schwitzen geht. Aber heute ist ein besonders schöner Stream, weil wir so viel vorhaben und weil es nicht so heiß ist. Mhm. Ich gucke mal gerade. Sarah schreibt aus Neuffen, Gabi aus Düsseldorf, viel Regen, aber alles noch gut, keine Überschwemmung. Da haben wir gestern zumindest in der Tagesschau schlimme Bilder gesehen. Da sind vor allem im Raum Stuttgart. Ja, da das kommt haben wir. Hier jemand aus Stuttgart. Wenn jemand aus Stuttgart... Da, das sah echt heftig aus. Ja. Weltuntergang. Genau. Kadi sagt, wie sollen wir nur die Sommerpause überstehen? Am besten mit Sticken und an der Verlosung teilnehmen. Aber dazu gleich mehr. Anna-Maria ist da. Ich guck mal. Gabi habe ich, glaube ich, schon gesagt. Andrea Gscheider aus dem Rheinland. Freust dich auch auf eine gesellige Runde. Ann-Kathrin. Sticken, sticken, sticken überstehen. Genau. The Think Positively. Positively, ja, genau. Aus OÖ. Oberösterreich vielleicht? Oberösterreich. Genau.
Jetzt gucke ich nochmal so. Kerstin, Elsa Apfelmus ist da. Schön, dass du da bist. Moin, Nicole. Sensationell, ein Mod und guter Kumpel und Freund ist auch dabei. Schön, dass du da bist. Janette ist da. Blackjack, unser Mod, ist da. Ihr könnt gleich mal ausprobieren, ob die Nightbot-Befehle funktionieren. Ich hatte Blackjack heute, nachdem ihr mir geschrieben habt, dass ich die doch mal einbauen soll, für Links und so weiter geschickt. Nits of Cydonia. Cydonia? Ist korrekt? Mhm. Ja? Boah, ich hatte gerade richtig Sorge, das falsch auszusprechen. schön, dass du da bist. Julie Kornlove ist dabei. Michi von der Plottermaus. Iris, Barbara. Auch liebe Grüße nach Köln. Eva ist da. Cinnamaron? Vielleicht auch völlig falsch ausgesprochen gerade. Ingrid Bunter Knopf ist dabei. Jetzt gucken wir. Sonja Chris, TE. Ich hoffe, ich lese alle vor und wenn nicht, seht es mir nach, dass wir gleich noch zum Sticken kommen. Aber so eine persönliche Begrüßung finde ich wichtig. Timo ist dabei, Brigitte mit großem G. Ich gucke jetzt mal, Tim ist dabei, Ulf, Jörn aus Hückeswagen, Elisabeth, Tine, jetzt gucke ich mal, Michaela, Indra, Sophia, Cordula, Andrea, Susanne, Struvel, Janine, Ursula, heißt nicht ab. Mary, Magma ist da. Schön, dass du es geschafft hast von Magma. Ich muss es immer wieder sagen, ist unser cooles Logo, was du uns im 3D-Drucker gedruckt hattest. Maren ist dabei, Teddy Mister, Stefanie, Christine, auch aus Hamburg. Schön, dass du da bist. Ann-Kathrin, Sabine, S, Katma V, Stefanie, es reißt nicht ab, ne? Stefanie, Cordula, Elke, Flavi, jetzt bin ich hier gerutscht, aber ich hatte das Gefühl, dass ich schon relativ weit war, ne? Ja, Michael, nee, ich glaube, ich war noch nicht ansatzweise weit. Oh Gott, ich hoffe, ich komme einigermaßen hinterher. Nadelelfe, ich lese jetzt hier einfach mal ganz quer durch. Simon ist da, Margot, Tanja, Ilka, Birgit, Anai, Denise, Heike, Bettina, MacFoss, Nadelelfe, Andrea Zimmermann, Britt Hamburg ist da, schön, dass du da bist. Heike, Viola, Gundula. So, Michael, Brigitte, Sabine, Claudia, Dylan. So, der Nightbot funktioniert auch richtig gut. Chopper 23, Ursula, Annika, Ulf. Ich glaube, jetzt lese ich hier einige Namen doppelt. An Christian sage ich noch, Andreas, schön, dass ihr alle da seid. Caroline, wenn ich jetzt irgendwie nicht vorgelesen habe, seht es mir nach, sonst machen wir eine Stunde nur vorlesen. Aber dadurch, dass wir so klein angefangen haben, ist uns das wichtig, immer die Namen noch alle zu nennen. Und wer das erste Mal dabei ist, das ist Marit, ich bin Marc. Wir werden jetzt gleich sticken. Wir werden auch den Link zum Freebie freigeben und auch sagen, wo der Freebie überhaupt herkommt, weil er kommt diesmal nicht von uns. Und wenn ihr Fragen zum Sticken habt, allgemein, dann haben wir hier unter den Makeys eine Schwarmintelligenz, die sicherlich die Frage auch beantworten kann. Ihr euch untereinander unterhalten könnt, auch über den Chat. Und gleichzeitig, wenn es gerade passt zu der Sache, die wir gerade machen, versuchen wir die Frage auch hier zu beantworten. Seht es uns nach, wenn wir nicht alle Fragen lesen können. Wir geben unser Bestes. Und ja, ich nutze jetzt mal die Überleitung, weil ich so viel hier rede. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, um eine Person einzuleiten, genau, die uns hier heute ein ganz tolles Freebie beschert. Aber es geht nicht zwingend um das Freebie, das ist toll, dass wir das hier heute machen können und dürfen, sondern es geht auch darum, dass uns die Arbeit von dieser Person schon länger inspiriert. Wir auch den Instagram-Account schon einige Male gezeigt haben, weil uns das echt fasziniert, was du machst. Du schaust dir auch gerade hier zu. Sie stammt aus Villingen-Schwenningen. Damit bist du nicht alleine, denn ich habe den Namen gerade hier im Chat auch schon gelesen. Wir haben alle deine Daumen gedrückt für die Abschlussprüfung. Ich weiß nicht, wer sich erinnert. Da haben wir ganz viel an dich gedacht an diesem Tag. Das war, glaube ich, direkt der Tag nach einem Stream. Das ist so eine Anmoderation gerade wie so bei Wetten, dass. Ja, genau, genau. Hättest du eigentlich sie ist ein eingefleischter Makey. Ja. Und ich würde sagen, wir spielen mal ein ganz kleines Video ab. Ist es in Ordnung? Ist es in deinem Sinne? In meinem? Ja. Ja, in meinem sowieso. Ja, los geht's. Ganz selig. Wir präsentieren Claudia. Ein paar von euch kennen mich vielleicht schon,
Aber ich meine damit jetzt nicht von meinem eigenen Instagram-Kanal, sondern ich meine von hier unten aus dem Live-Chat, weil als eingefleischter, wahrer, jahrelanger Vollblut-Makey verfolge ich natürlich zusammen mit euch den Livestream jeden zweiten Mittwoch. Und ja, umso größer natürlich meine Freude über all das, was jetzt gerade passiert, beziehungsweise was noch passieren wird. Und was soll ich sagen? Ich habe mega Bock, ich habe so viele Ideen und ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie euch auch gefallen. Und ja, bis bald. Ja, also virtuell mit hier in den Stream geholt und schön, dass du da bist und ja, ich übergebe es mal an dich. Was werden wir heute machen? Was werden wir heute sticken? Ja, wir sticken heute diese richtig, richtig coolen Schlüsselanhängerbuchstaben, die Claudia entworfen hat. Und ach so, genau, diese Kamera. Und ich finde die so cool und es ist ja auch so ein cooles Geschenk und mitbringst und da dachten wir gleich, dass das bestimmt so viele Leute inspirieren kann und begeistern kann. Und wir sind jetzt richtig happy über diese Kooperation oder wie auch immer wir es nennen wollen. Inspiration. Ja. Und das, ja, Claudia gesagt hat, ja cool, wir dürfen das gerne im Stream machen. Und genau, es gibt die Buchstaben von A bis Z, also alle dabei, jeder sollte abgeholt werden. Und wir werden hier das M und das A sticken. Genau. Warum? Weil das M hat nur eine Outline und das A hat auch noch ein Loch in der Mitte. Das ist eine kleine Herausforderung. Aber wie das gemacht wird, zeigen wir hier. Zusätzlich zu den Dateien gibt es auch eine super, super schöne Anleitung mit Bildern, die Claudia gemacht hat. Mega cool, ist immer im PDF dabei. Und ich werde jetzt gleich einmal schon den Link zu dem Freebie zeigen, beziehungsweise hier zeigen. Der ist bis Samstag 12 Uhr, also 3.7.2021 gültig. Das haben wir uns deswegen überlegt, weil ja nicht alle live zuschauen können. Es gibt Leute, die arbeiten müssen gerade, die andere Verpflichtungen haben und nicht zuschauen können. Und auch die sollen die Möglichkeit haben, das noch runterzuladen. Gleichzeitig können aber auch die Moderatoren den Link jetzt gleich hier einmal posten. Und meine Bitte, also wir haben zwar den Server stark aufgerüstet, aber ich hoffe, dass ihr den nicht zum Einsturz bringt. Ansonsten, wenn die Seite nicht erreichbar ist, seht es uns kurz nach und dann wird die Seite irgendwann wieder da sein. Ich poste den jetzt hier einmal. Ich muss gerade gucken. Genau, da habe ich ihn. Genau. Und die Bots, beziehungsweise die Mods können jetzt gleich einmal auch den Link posten, dann kann man draufklicken, sich das schnell runterladen und im Idealfall nachsticken. Aber wie das funktioniert, das zeigst du uns jetzt, oder? Das Sticken? Ja. 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 Erstmal muss ich hier überall voll. Ja, voll. Genau, ich starte mit dem M und du machst später noch das A. Perfekt, ja. Und? Genau. Und dann ist noch die Frage, du hast ein Kompliment für dein Oberteil bekommen. Oh, thanks. Wo das herkommt? Das weiß ich gar nicht mehr so genau, das ist ja bestellt. So, Gundula sagt, ich kann euch sagen, ich habe die tolle Veritas Florence und ich kann nicht damit umgehen, aber das werden wir jetzt hier gemeinsam machen, weil wir werden jetzt auch mit dieser Maschine sticken. Das passt doch perfekt, Gundula, dann kannst du jetzt nochmal hier zugucken und dann klappt es bei dir bestimmt auch. Sehr gut, dann gab es noch den Hinweis, dass das Mikrofon immer so vor meinem Gesicht hängt, da hast du natürlich absolut recht und wir haben eigentlich nichts verändert, aber ich weiß nicht, warum das jetzt hier so vor meinem Gesicht ist. Vielleicht haben wir die Position ein bisschen verändert. Der ganze Tisch weiter rüber. Ja, das könnte sein. Wir probieren es jetzt einfach mal so. Mhm. Im allerersten Schritt hast du eingespannt. Ich habe eingespannt und zwar Reißvlies eine Lage in unseren 12x18 cm Stickrahmen. Die Buchstaben kommen in zwei Größen, einmal für einen 10x10 Rahmen und einmal ab 12x12. Wir machen jetzt mal hier die 12x12 Version und ich habe schon so flauschigen Stoff zugeschnitten, der ist eher so ein bisschen weniger hochflorig, also so mehr wie der. Genau, wenn man es richtig flauschig haben will, dann kann man das natürlich auch machen, aber ich dachte so zum Sehen, wie alles funktioniert, ist es ein bisschen einfacher, wenn man jetzt nicht so den Plüschstoff genau nimmt. Genau, ich habe hier den hier schon mal zugeschnitten. Einfach zwei so große Stückchen
Ja. 12x12 ungefähr. Ganz kurze Info noch am Rand, weil jetzt genau das eingetreten ist, was ich vermutet habe. Wir sind jetzt 260 Leute und wenn 260 Leute alle auf unseren Computer zugreifen, dann sagt der Computer, nein, will ich nicht. Und deswegen... Und die Website ist doch... Ja, ja, habe ich mir schon gedacht bei so vielen Leuten jetzt gerade. Macht euch aber keine Sorgen, die Seite wird immer wieder jetzt neu starten und dann kann man sich das peu à peu runterladen. Und wenn ihr es morgen oder übermorgen oder am Samstag runterladet bis 12 Uhr, alles fein. Also das wird schon klappen, keine Sorge. Habe ich mir schon gedacht, ja. Genau, das ist eingespannt. Ja. Garn ist drin. Da ich jetzt hier weißen Plüschstoff verwende, würde man ja eigentlich auch weißes Garn verwenden. Marc hat aber gerade noch den guten Hinweis. Nee, dass das ist eigentlich euer Hinweis. Ihr sagt immer, weiß auf weiß sieht man so schlecht. Deswegen hast du jetzt ein rosafarbenes Garn hier eingesetzt. Genau. Ich nehme mal hier diese kleine Handkamera rüber in der Hoffnung. Wir haben Zeug hier rumstehen. Sieht, wir versuchen es immer ein bisschen... Kleins, also irgendwie übersichtlich zu halten. Moment. Was ist los hier mit meinem Handy? Es will sich nicht mehr entsperren. Okay. Willst du sonst die Kamera auch mal wechseln? Ja, gerne. So, Kamera. Da haben wir es. Genau, aber jedenfalls... Haben wir den Satz sozusagen schon fertig gesprochen? Ja. Jedenfalls ist jetzt rosa eingefädelt. Rosa eingefädelt. Damit man alles besser erkennen kann. So, genau. Genau. Ich würde sagen, wir starten einfach auch mal direkt, ne? Ja, sehr gut. Hier, die Veritas steuert man ja über das iPad an, beziehungsweise über ein Smartphone. Ich zeige das einmal gerade hier. Das lass mal abziehen. Wir haben genug Strom. Wir hatten so ein bisschen Sorge, weil das iPad schon ein bisschen älter ist, dass das nicht mitmacht. Also wenn ihr die Dateien dann runterladet, dann habt ihr folgende Ordner dann auf eurem Computer oder Tablet, je nachdem, wie ihr eure Maschine bespielt. Und die gibt es einmal in 10x10 und 12x12 Zentimeter. Das betrifft die Höhe. Das heißt, Buchstaben sind dann generell aber etwas schmaler. Das heißt, sie sind jetzt nicht volle 10 cm oder 12 cm breit, aber sie sind alle gleich hoch. Und jemand, der nur einen 10x10 Rahmen hat, kann die Buchstaben genauso stecken, dann in etwas kleinerer Variante hier, als mit den 12x12. Wir werden jetzt mit den 12x12 arbeiten, weil die Veritas auch so einen großen Stickrahmen hat, also sogar größer, aber das sollte reichen. Alle die Formate, die du jetzt hier siehst, kannst du sticken. Ich glaube, es sind 9 Stück. Und die Maschine kann alle Formate lesen. Das heißt, wir können jetzt irgendwo reingehen. Dann werden auch hier die Buchstaben schon direkt angezeigt. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dass man das sieht. Also hier sieht man dann die Buchstaben auch schon auf dem Tablet in der Vorschau. Und zum Beispiel VP3 ginge auch. Und dann nehmen wir jetzt zuallererst das M. Genau, da hatte ich gerade eben schon drauf gedrückt. Drück hier oben auf diesen kleinen Pfeil und übertrage das dann an My Patterns. Die Verbindung zwischen der Maschine ist automatisch hergestellt, sobald die Maschine angeht und befindet sich im gleichen WLAN hier. Und wenn ich jetzt hier oben auf diesen kleinen Stift drücke, dann kann ich jetzt hier die Positionierung vornehmen, aber wir wollen es genau in die Mitte positionieren. Ansonsten könnte ich hier mal drauf tippen, gehe hier unten auf Bewegen und schiebe das Motiv hoch oder runter oder kann das auch so verschieben. Wenn es außerhalb des Stickrahmens ist, würde mir das sagen, außerhalb des Stickrahmens schiebe es wieder irgendwo rein. Und wo auch immer das jetzt liegt, Hauptsache mittendrin, weil wir ja im Rahmen das soweit vorbereitet haben, können wir das jetzt an die Maschine übertragen. Das iPad sagt jetzt, der Stickrahmen fehlt und jetzt könntest du den Stickrahmen einmal anschließen. Jo, das mache ich doch glatt. Genau. Kathi fragt gerade, haben einige Formate Vor- oder Nachteile? Tatsächlich ist es so, dass sich die verschiedenen Hersteller von Stickmaschinen leider nicht auf ein einheitliches Format einigen konnten, beziehungsweise nach wie vor nicht können. Genau. Ich gebe dir mal das Tablet rüber. Mhm. Das hat natürlich zur Folge, dass wir als Ersteller super viele Formate rausspeichern müssen. Einige Maschinen können ganz viele Formate lesen, andere Maschinen können nur einzelne Formate lesen und die Hersteller erfinden immer wieder neue Formate. Vor- und Nachteile ist, dass nicht alle Formate alle Befehle richtig interpretieren. Zum Beispiel Stoppbefehle.
Deswegen sehen wir hier bei der Maschine auch drei verschiedene Farben. Das hat Claudia super angelegt, weil er dann auf jeden Fall beim Farbwechsel einen Stopp machen wird, sobald sie durch ist. Wir können hier an dem Regler drehen, um die Geschwindigkeit hochzusetzen. Genau, können wir aber auch mal gerade runterlaufen lassen. Dann ist es leiser. Dann ist es ein bisschen leiser. Und was man bei der Maschine oder generell bei Stickmaschinen auch machen kann, ist halt irgendwas Dämpfendes drunter. Und ich nehme da oft einfach auch unsere Laptop-Hülle. Mhm. Dann vibriert die Maschine nicht so doll. Genau, und was ich jetzt hier gerade mache, da ist ja noch nichts weiter eingespannt, sondern nur das Reißvlies. Und das ist so angelegt, dass jetzt sozusagen einmal positioniert wird, wo der Stoff aufgelegt werden muss. Das heißt, hier wirklich jetzt einfach nur einmal das Reißvlies selber besticken. Und da kommt dann gleich der Plüschstoff drauf im nächsten Schritt. Perfekt. Mhm. Falls sich hier jemand wundert. Also wer von euch oft zuschaut, der erkennt das Prozedere ja schon ganz gut beim Sticken. Und genau. Aber wer neu ist, den wollen wir auch abholen. Ja. Blackjack fragt gerade, ob ich euch als Manager hinterlegen kann. Ich glaube, das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig. Wüsste gerade ehrlich gesagt nicht wie. Was ist ein Manager? Ja, für diesen Bot. Oder stört dieser Bot, dann nehme ich ihn komplett raus. Weil das ist jetzt einfach ein Versuch, dass man nicht immer wieder diese Links raussuchen muss, sondern dass sie dann gepostet werden. Mhm. Aber man kann das nicht testen, weil man muss dafür im Livestream live sein. Sonst funktioniert der nicht. Mhm. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Richtig gut erkennen. Ja, ich finde, da kann man es aber dann doch erkennen. Und das ist jetzt die Outline des Buchstabens. Und jetzt wird der erste Stoff einmal aufgelegt. Es ist eine super schnelle Geschichte, die wir jetzt hier gerade machen. Genau, ich nehme jetzt hier diesen Flauschestoff. Am besten funktionieren Stoffe, die ein bisschen stretchy sind, so einen leichten Stretch haben. Und das lege ich jetzt hier einmal überall komplett drüber. Und was fehlt noch? Ihr ahnt es schon. Noch ein Stück wasserlösliche Folie. Genau, das hier ist Solvi. Das ist eine wasserlösliche Folie. Und die benutzen wir immer, wenn wir so hochflorige Sachen oder Plüschsachen, Handtuchstoffe, sowas besticken. Und genau, das kommt jetzt hier auch noch einmal drauf. Und jetzt können wir schon den nächsten Schritt sticken. Ihr werdet auch gleich sehen, es ist so easy und schnell gemacht. Und das ist irgendwie auch so cool, weil dann kann man auch... Ich zieh einmal die Folie. Oh, so viel dazu. So viel dazu. Easy und schnell. Ich glaube, da hat sich was verheddert. Guck nochmal durch. Never mind. Ich guck auch mal, ich überlege gerade, ob wir irgendwie einen Stoff noch unter die Maschine legen. Denn wir haben das Mikrofon extra an der Decke hängen, damit man... damit die Vibration von den Maschinen, und da ist es egal, ob du was für eine Maschine du hast, die hast du halt immer, und dann kommt eben auch die Lautstärke anders rüber. So. Also der hat hier sich ein bisschen verknüttelt, deswegen habe ich es jetzt gerade nochmal rausgenommen, aber es ist kein Problem. Jetzt gerade gab es hier eine Diskussion über die Fadenspannung. Also wir haben auch einen Livestream gemacht über häufige Fehler bei der Stickmaschine. Und da gab es einen Fall, wo es auch um die Fadenspannung ging. Aber zuallererst müssen die Fadenwege kontrolliert werden, ob die in Ordnung sind. Und wenn man halt merkt, dass der Unterfaden hochkommt oder Schlaufen zieht, kann es natürlich an der Stickspulenkapsel liegen. Da ist eine Stellschraube dran, die man verändern könnte. Aber ich rate, das nicht zu machen, weil die Fadenspannung eigentlich für die Maschine optimal eingestellt werden sollte. Da seht ihr auch immer so einen farbigen Klecks drauf, der verhindert, dass die Schraube sich löst und selber die Fadenspannung verändert. Und das würde ich ehrlich gesagt nicht selber machen, weil ich glaube, man wird es nie optimal hinkriegen. Aber wenn gar nichts geht und man sagt, alles egal, dann kann man es probieren, wenn man keine andere Lösung hat. Aber es kann auch sein, dass man sich dann gegebenenfalls ein neues
neue oder Stickspulenkapsel kaufen müsste. Was jetzt ganz praktisch ist, falls mal irgendwas passieren sollte, kann man dann jetzt hier auf dem Tablet einfach ein paar Schritte zurückgehen und dann sticken. Und das sieht schon besser aus, aber halt immer auch mal die Folie so ein bisschen stretchen, ein bisschen festhalten. Mhm. Genau. Aber das ist irgendwie so typisch, das hatten wir die letzten Male immer mal wieder, dass man, sobald man live on stage ist, dann passiert irgendwas, was eigentlich nicht soll. Aber das war jetzt schnell überspielt. Genau. Also AZB fragt, die Stickrahmengröße der Veritas ist 18 x 12 cm. Das heißt, deutlich größer als zum Beispiel Einsteiger oder kombinierte Maschinen von Brother. Und es sind auch zwei Rahmen dabei. Einer ist 5x7, wenn du so ein ganz kleines Emblem wie irgendwie bei mir auf dem Pulli sticken wollen würdest. Oder wenn du ein In-the-Hoop-Projekt machen möchtest, dann eben diese Stickrahmengröße von 12x18. Genau. Gunula fragt, könnt ihr mir sagen, auf was ihr die Unterfadenspannung eingestellt habt? Die lässt sich bei der Maschine nicht verändern. Die Unterfadenspannung wird von der Stickspulenkapsel mechanisch eingestellt. Da ist, wie gesagt, so eine Stellschraube dran. Die Unterfadenspannung lässt sich nicht verändern. Ich glaube, die Kamera kannst du uns auch mal wegmachen. Dieses Modell. Ja, machen wir hier rüber. Ja. Ja, perfekt. Dann bin ich nicht drauf. Perfekt. Oh. Ja, aber ist doch alles gut. So. Jetzt ist sie ja auch schon fast fertig, tatsächlich. Genau. Also der Stoff ist festgestickt und jetzt legen wir das Benzel an, ja. Was oben dran kommt. Soll ich, da wo dann hier zum Beispiel dieser Ring durchgeführt wird. Ich reiche dir mal was rüber, ne? Vielen Dank. Sehr gerne. Da schneide ich mir jetzt einfach so ein Stückchen ab. Und jetzt kann man sich eigentlich entscheiden oder sich aussuchen, wo man das jetzt positionieren möchte, also auf welcher Seite. Ja. Ich nehme mal hier so ein Tape, einfach ganz normales Tape, womit ich das festklebe, damit es nicht verrutscht. Oh, kannst du mir auch nochmal die Schere geben? Ja, ich lese mal einmal parallel, wir haben einmal alles rüber hier. Vielleicht auch noch diese Schere und vielleicht auch noch dieses Modell hier. Das brauchen wir auf jeden Fall gleich auch. Ich lese einmal noch gerade mit rein. Sissi sagt was Gutes, du nutzt vorher einen Heftrahmen. Marit ersetzt es jetzt durch diese Klebestreifen hier. Also in dem Fall kannst du damit diesen Benzel befestigen, dass der nicht rumrutscht. Machst du einen oben, Moment, ich habe nicht aufgepasst, also einen oben befestigen. Und ich mache jetzt aber gar keinen noch rein. Weil das bleibt hier auch so. Ja, okay, perfekt. Aber du kannst gerade mal die Kamera draufhalten. Jetzt nehme ich nämlich hier wieder meinen Stoff und lege den rechts auf rechts, also mit der schönen Seite, auf das Komplett. Und die Streichrichtung dann auch genauso wie den anderen nach die unten. Auch nach unten. Ja, perfekt. Und das lege ich jetzt hier einmal drüber. Und dann kommt tatsächlich schon der letzte Schritt. Ja, das geht dann fix, ne? Zack. Genau. Willst du den Stoff noch so ein bisschen festhalten? Ja. Oder? Also du machst das schon super. Danke. Aber, das große Aber. Nein, es ist wirklich perfekt. Das lass jetzt einmal durchlaufen. Parallel kann ich ja nochmal gerade hier zeigen, dass man auch jetzt theoretisch das den Raum verlassen könnte. Auf dem Tablet sieht, wo sich die Nadel gerade befindet, und zwar genau hier unten. Und sollte es irgendein Problem geben, würde die Maschine eben anhalten, Unterfaden, Oberfaden, Wächter gibt es. Und dann könnte man, ohne im gleichen Raum sein zu müssen, eben sehen, wo die Maschine ist, ob sie noch arbeitet und falls nicht, was das Problem ist. Mhm. Aber bei der Datei lohnt es sich gar nicht, den Raum zu verlassen, weil die ist wirklich schnell. Und du hast jetzt die Geschwindigkeit halt auf relativ, also auf total langsam stehen, ja. Ne? Kann mal ein bisschen hochgehen. So. Genau, Le Cromeleur sagt, ob wir nicht mal den Tipp gegeben haben, eine andere Unterfadenspule
bei der Veritas zu nehmen. Unterfadenspule, in dem Fall meinst du wahrscheinlich die Stickspulenkapsel. Das ist dieses runde Ding, was man auch rausnehmen kann, wo sich die Unterspule drin befindet. Und da gibt es von Veritas keine Austauschspule. Ich habe aber irgendwann mal erfahren, dass Brother sowas anbietet für seine Maschinen und hatte mir die dann damals gekauft und dabei ist es wirklich besser geworden. Da hatte man einfach die Spulen, die Spannung ein bisschen verändert und dann musste man sie aber trotzdem wechseln. Ob die das noch anbieten, es ist schon viele Jahre her, das weiß ich allerdings nicht. Guck mal gerade. Ah, doch lieber ein bisschen langsam. Martina fragt, an meiner Jade 35, meinst du, wahrscheinlich hängen im Moment viele Fäden am Abschneider unter der Stichplatte. Nach gründlicher Reinigung ist der Fehler nach wenigen Stichen wieder da. Was kann ich tun? Das habe ich bei der Jade 35 noch nicht festgestellt, aber bei anderen automatischen Fadenabschneidern. Das ist ja im Prinzip so ein Messer. Und jetzt sieht man uns gar nicht, was man hier so macht, ne? Das ist so ein Messer, was so einmal reingeht, den Faden abschneidet und sich wieder zurückzieht. Und es kann natürlich sein, dass so ein Messer auch stumpf wird mit der Zeit und dann den Faden nicht so richtig abschneidet, sondern eher so abschiebt und dann wieder zurückzieht und dann dort hängen bleibt. Es gibt die Möglichkeit, auch für kleines Geld, falls das Messer stumpf ist, das auszutauschen. Und das ist eine Arbeit, wenn man jetzt nicht zwei linke Hände hat, die man theoretisch sogar selber machen könnte, so ein Messer von einem automatischen Fadenabschneider zu wechseln. Aber man müsste vorher ein bisschen erörtern, ob das auch tatsächlich das Problem ist. Ja. So. Genau. Claudia, also Nitz aus Sardoni, hat genau das geschrieben, dass das Messer dann mit der Zeit stumpf wird. Wäre jetzt auch meine Vermutung gewesen. Ja. Genau, ich halte hier parallel den Stoff noch so ein bisschen fest. Ja, ich halte auch noch mit der Kamera drauf. Wie gesagt, ja, so leicht dehnbarer Stoff ist und der Flauschestoff, das verschiebt sich mal recht schnell. Also ja. Wer auch näht, der kennt das, dass sowas auch nicht so schön zu nähen ist. Und genau, deswegen halte ich das hier noch ein bisschen fest. Ich mache mal ein bisschen Musik an, oder? Ja, Fahrstuhlmusik. Fahrstuhlmusik, genau. Genau, hier Nicola und Dilian unterhalten sich schon fleißig über das Untergarn. Auch hier von Nicola ein super Tipp, dass es eben von den Herstellern auch manchmal Vorgaben gibt, was das Untergarn angeht, also den sogenannten Bobbin beim Maschinenstecken. Auch da gibt es Unterschiede und jede Maschine, auch innerhalb eines gleichen Modells, hat unterschiedliche Charakteren und unterschiedliche Vorlieben. Da kann es also sein, dass man mit einem bestimmten Bobbin eine bessere Erfahrung oder schlechtere Erfahrung macht von einem bestimmten Hersteller und dieselbe, also die gleiche Maschine, das gleiche Fabrikat mag einen anderen viel lieber. Da steckt man einfach nicht drin. Ja. Genau, Nicole schreibt auch gerade, Internetseite ist nicht erreichbar, wird aber sicherlich wieder kommen, wenn ein paar weniger Zugriffe gleichzeitig drauf sind. Aktuell sind wir 290 Zuschauer. Ich sag mal, für so eine kurz vor Sommerpause, es ist echt wahnsinnig gut. Vielen Dank, dass ihr alle da seid und zuschaut. Und wie Chopper geschrieben hat, den Daumen natürlich nicht vergessen, das unterstützt uns und tut nicht weh, kostet nichts. Ich mach mal die andere Kamera an. Ja. Dann kannst du nämlich zeigen, was gerade Stand der Dinge ist. Genau, das hier ist Stand der Dinge. Das ist der Stand der Dinge. Ich bin heute so geistreich. Aber das habe ich auch immer, wenn ich auf dem Platz sitze. Mich so konzentriert auf das, was ich tue. Und heute irgendwie besonders, weil man will jetzt ja auch Claudia nicht enttäuschen, weil man hier irgendwas vergisst oder falsch macht. So seine eigenen Dateien hat man irgendwie nochmal so ganz anders drin, keine Ahnung, aber also ich will hier niemanden enttäuschen. Aber zum Glück habe ich ja mein Soll gleich erfüllt und dann darfst du dann bin ich dran direkt mit dem A. Aber genau. Alles cool. Das kann ich jetzt hier einfach einmal aus dem Stickrahmen reißen. Ja. So. Zack. Individual fragt, wie lange gilt der Code? Für alle, die jetzt gerade zuschauen oder sich ziemlich zeitaktuell die Wiederholung ansehen, ist bis Samstag, 3.7.2021 um 12 Uhr mittags gültig. Das heißt, alle, die jetzt nicht auf die Seite zugreifen können oder für alle, die jetzt noch kurzfristig nachschauen, ist der Code noch gültig. Wenn du das Video jetzt irgendwie erst
in einer Woche oder noch viel später siehst, dann ist der Code nicht mehr gültig, aber macht gar nichts. Du kannst natürlich Claudia sehr, sehr gerne unterstützen, wenn du dir die Dateien zulegst. Genau. Genau, und ich schneide das dann mal aus. Du schneidest das einmal aus. Wollen wir parallel schon mal den Platz wechseln? Nee, wir machen das erstmal in Ruhe fertig. Ja. Ne? Wir machen das ganz in Ruhe fertig. Genau, ich lasse hier an der Wendeöffnung so ein ganz bisschen mehr überstehen, damit man es besser schließen kann mit der Hand. Und den Rest kann man so knappkantig ausschneiden. Ja. Ulf fragt gerade, wie ist unser Gedanke zu einem Treffen in Hamburg nach unserer Sommerpause, je nachdem, wie es dann mit Corona aussieht. Also, wir hätten auf jeden Fall Lust, keine Frage. Was so ein bisschen noch eine Variable oder eine Unbekannte ist, ist, wie sich jetzt gerade diese neue Delta-Variante auswirkt, gerade nach so Fußballspielen, wenn man so volle Stadien sieht in Ungarn oder auch gestern in England, dass man denkt, okay, Leute, nee, eigentlich geht es nicht, was ihr da gerade macht. Das ist meine Meinung, kann jeder anders sehen, aber ich hoffe, dass uns das nicht nochmal ins Knie schießt hier. Und wir haben auf jeden Fall Lust, aber ich glaube erst, wenn wir wirklich konkret und final sagen können, ja, es ist möglich, es ist machbar und es wird gegen Herbst irgendwie, gerade wenn dann Viren wiederkommen und ja nicht nur Corona, sondern alle irgendwie krank sind. Sag, dass du immer mit so einer OP-Zange oder so einer Nadelhalterzange oder so, glaube ich, also irgendwas, was so im OP verwendet wird, das nutzt du zum Wenden von solchen In-the-Hoop-Sachen und ich fand, das klang richtig cool. Ich werde jetzt auch mal gucken, ob wir uns auch sowas auftreiben können. Also jeder Arzt hier oder Chirurg oder keine Ahnung, der irgendwie an der Quelle zu medizinischen... Gib uns einen Hinweis. Genau, sag mal, wo man sowas kriegen kann. Jetzt habe ich hier ein kleines Würmchen gebastelt und hier wäre es ja schon praktisch, wenn man das hier so besser greifen kann. Natürlich kann man auch eine Pinzette nehmen. Pinzette. Eine Pinzette. Da haben wir auch zahlreiche Nachrichten nach dem letzten Livestream bekommen, dass es gibt so ein paar Wörter, die, wenn man sie immer falsch gesagt hat und dann korrigiert wird, dann oder halt auch schon länger richtig sagt, aber dann hört man so Wörter wie Pinzette oder Senf oder Senf oder auch Accessoire. Da haben wir auch gestern noch drüber gesprochen, dass viele zu kleinen Details, gerade in der Mode, halt Accessoires sagen. Das wäre die französische Ausdrucksweise oder die französische Aussprache. Aber das Wort leitet sich vom Lateinischen ab und CS ist dann, wird wie ein K ausgesprochen. Deswegen heißt es Accessoire. 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 Und ich habe gerade parallel eine Nachricht bekommen und ich hoffe jetzt, ah, das wird schwierig. Jetzt müsste es langsam wieder kommen. Uh-oh. Wir sind, glaube ich, wieder da, ne? Ich schalte mal gerade um hier. Okay. Okay, also ich glaube, ich weiß nicht genau, woran es lag. Nicht, dass irgendwo ein Blitz rein ist, aber solange wir da sind, sind wir da. Hoffentlich bei euch auch wieder hoffentlich zurück. Bei euch auch wieder alles da. Ja. So, wir haben jetzt hier ein kleines Chaos ein auf dem Chaos. Tisch. Damit man es besser erkennt, das Chaos, räume ich mal so ein bisschen was zur Seite. Das ist so cool. Ich liebe diese Buchstaben, ja. So cool. Genau, ich habe jetzt noch die Folie abgemacht, ist gewendet. Und there we go. Richtig cool. Ja. Das M, alle Buchstaben, die keinen Innenteil haben, haben natürlich den großen Vorteil, dass es nur eine Wendeöffnung gibt. Und ich werde jetzt gleich das A sticken, auch mit der Maschine. Aber du wirst es noch parallel füllen, oder? Ich habe hier mal was vorbereitet. Ja. Ja. Wieder da, aber unscharf steht da. Und Anki ist jetzt ein Makey. Schön, dass du dabei bist. Richtig cool. Ich hoffe, ich habe es richtig gesehen gerade. Ohne Brille. Die Frage ist, ist das Bild nur bei mir verschwommen? Das gucken wir nochmal gerade. Ich glaube, es müsste eigentlich, vielleicht gerade am Anfang war es so ein bisschen verschwommen. Aber das hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? Dass der Stream zwischendurch dann kurz stoppte. Aber es mag wahrscheinlich am Wetter liegen. Genau, Blackjack, vielen Dank für den Hinweis, Seite mal zu aktualisieren.
und... Wie so ein Labyrinth, man muss hier um die Kurve und... Stimmt, gerade bei dem... Ja, ich glaube, das I ist einfacher, ne? Ja, ja. Immer das I gemacht. Oh, jetzt hängt es wieder, scheiße. Ne, bei uns wird eigentlich alles gut. Entschuldigt meine Sprache, aber da hängt es auch. Ja, das ist merkwürdig, weil die Verbindung bei uns ist super. Ja. Oh nein. Also bei uns ist die Verbindung super. Ich weiß nicht, ob es vielleicht bei der einen oder anderen Person hier gerade auch das Wetter ist. Ich meine, wir haben jetzt noch nicht so spät und es ist stockdunkel im Hochsommer. Ich glaube, dass irgendwo sicherlich ein Gewitter unterwegs ist. Ja. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt wahnsinnig gerne mit dir den Platz wechseln. Ist das fein? Ja? Ja, stimmt. Dann kommen wir weiter. Genau, von... Puh, ich habe meinen Soll erfüllt. Aber es macht doch auch Spaß, Es oder? Macht voll Spaß, natürlich. Ja. Aber ich freue mich, dass nichts richtig Schlimmes schiefgegangen ist. Warte mal ganz kurz, wenn ich arbeite und wenn Marit arbeitet. Gemein. Das ist gemein, oder? Aber wahr. Ja. Gemein, aber wahr. Ich lege dir mal den hier rüber. Den brauche ich gerade nicht. Und ich werde jetzt hier mal ein bisschen Ordnung noch machen. Das kommt ich alles. Ich werde parallel mal füllen. Ich kann eigentlich das auch hier mit reinstopfen. Hier, kannst alles. Alles wird verwertet. Ja, perfekt. Super. Oh, hier kommt eine gute Idee an sich. Was denn? Adventskalender. Umfang ausgewählt. Ah, ich mache einen Grün draus. Ich mache Grün. Ah, du hast ein anderes Blau ausgewählt. Ah, ich mache ein Rot draus. Also DST-Dateien haben scheinbar nur ganz wenig Farbspeicher. Und genau, wie Marit schon richtig sagt, das ist bei uns immer das kleine Chaoskind, weil DST-Dateien nie richtig abgebildet werden. Ich habe jetzt hier das A einmal drin, nehme mir den Stickrahmen, magst du ihn mir einmal reichen? Aber sicher doch. Und jetzt habe ich hier noch so ein bisschen was übrig, öffne den einmal und das werde ich mal zur Seite legen. Also hier gerade aus dem oberen Teil kann man sicherlich noch was verwenden zum Sticken, aber jetzt hier für den Stream nehme ich mal eben ein Stück neues Reisvlies. Ich räume mal ein bisschen auf. Ja, ich muss auch umschalten, so, das kann ja keiner ansehen. Ich lege das hier einmal oben drauf, messe das so ungefähr ab und jetzt will ich natürlich nicht die Stoffschere nehmen, um das Reisvlies zu nehmen, schneide dann das hier einmal gerade ab. Ja, also hier ist irgendwie so ein Slalom aus, es hängt wieder und es geht gerade wieder und hier läuft es gerade wieder und in Steglitz läuft. Wir machen Blackjack, geschrieben. Genau. Ihr haltet das Kabel ganz straff, aber ein kleiner Knoten hat sich wohl doch gebildet. Oh Mann. Ja, das ist echt ärgerlich hier. Was ist das denn jetzt? Kannst du nochmal aktualisieren? Marc meinte, es ist ein Blitz ins Internet eingeschlagen. Da ist auch wieder weg, ne? Ne, da unten läuft. Ach so, da. Da unten ist das. Könnt ihr uns jetzt sehen? Wir können uns mich selber nicht sehen. Komisch. Das ist echt merkwürdig, ne? Aber auch guck mal, wie viele Leute weg sind. Mhm. Also weil... Wie doof. Ja, voll doof. Aber mein... Okay, uns sehen ein paar Leute. Okay. Jetzt geht's gerade. Okay, das ist interessant, weil wir sehen eben, dass wir auch ganz viel raussenden und auch ganz viel ankommt. Aber wir können uns selber nicht sehen. Das heißt, wir nehmen jetzt mal nur mit dem Chat vor lieb, sagen wir es so. Ja. Was ich vergessen? Okay, wir müssen ganz schnell sprechen. Wir machen jetzt einfach weiter. Schaut mal. Oh, Nastja ist auch da. Hi, schön, dass du reinschaust. Schön, dass du da bist, Nastja. Wir werden... Also, wir sind on track.
mal gerade das andere Bild anmachen. Ja. Also einige, sehr viele haben sich jetzt, glaube ich, verabschiedet, was auch sehr voll in Ordnung ist. Dann machen wir entspannt nochmal das A jetzt gemeinsam. Genau, also es ist auch total klar, dass es dann irgendwie nervt, das anzuschauen, wenn es... Vielleicht werden wieder ein paar mehr. Genau, aber alle, die jetzt schon mal sich verabschiedet haben und ins Bett gehen, habt noch einen schönen Abend. Auf jeden Fall. Und habt einen schönen Sommer und einige von euch meinten noch, dass sie sich das später nochmal anschauen, morgen oder so und genau. Ach Mensch, das ist echt irgendwie richtig gemein hier. Alles okay? Ja. Ja. Noch am Umräumen. Ja, es ist echt fies, weil das so das letzte Mal jetzt hier ist vor der Pause und hier hängt es jetzt auf. Du musst dich wieder hinsetzen. Ja, achso, ja, sorry, stimmt. Ja. Sonst ist die Schärfe weg aus dem Bild. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Das iPad hat jetzt auch... Nee, also kommen wir wieder. Wir kommen wieder. Wir kommen wieder, Leute. Also ich glaube, also wir haben jetzt auch gehört, dass es ein Gewitter gibt in Hamburg gerade und es ist einfach schwarz draußen. Und wir hoffen jetzt, dass wir irgendwie weiter... Das sieht nicht gut aus. Es schwankt gerade extrem. Wir schauen einfach mal. Ja. Ich glaube, ich weine gleich. Das ist so doof. Okay, jetzt gerade sind wir stabil. Man traut sich immer schon gar nicht mehr. Man traut sich schon gar nicht mehr, was irgendwas zu machen, ne? So. Perfekt. Der allererste Schritt ist geschafft. Ich muss jetzt immer parallel auch noch schauen, ob wir hier gerade auf Sendung sind. Erster Schritt ist geschafft. Das sagt auch das iPad. Und wir machen jetzt Speed-Sticken. Wir machen jetzt Speed. Schnell ja, das perfekt. Noch. schnell das hier drauf. Gucken wir noch einmal gerade die Richtung an. Mhm. Das sieht gut aus. Einmal so drüber. Was ist hier los? Er ist gerade so richtig so, okay, jetzt muss alles klappen. Ja. Man ist der letzte Stream und man will ja nicht in die Sommerpause gehen und dann... Das schon, so. Gleich geht einfach so das Bild wieder weg und wir kommen einfach auch nicht wieder. Und einfach nie wieder. Oh. Ja. Aber danke für eure ganzen lieben Worte, das ist total. Sehr schön. Ich habe jetzt die Hoffnung, dass das einigermaßen bis zum Ende durchhält. Genau, wasserlösliche Folie drauf. Ja, so, wasserlösliche Folie drauf. Ich wünschte, wir könnten unsere Steps so ein bisschen spulen, damit wir möglichst viel in diese Phase des Laufens rein... Aber das ist alles live halt hier, ne? Ja. So, dann... Nadel, genau, ist alles unten. Nächster Schritt, ich halte fest, parallel. Mhm. Sven hat dir gerade geschrieben, es gab hier eine Sache gerade mit dem automatischen Moderator. Was hat er gemacht? Ich glaube, da wurde Linda aus Versehen blockiert. Und an der Stelle kann ich ja eigentlich noch mal kurz meinen Fail der Woche anbringen. Und der hat sich tatsächlich schon ereignet während des letzten Streams. Und zwar, oh mein Gott, das ist so unangenehm. Jemand von euch, Makeys, hatte irgendwie so eine, es gibt so eine Form, also so eine Funktion der Donation bei Makema, bei YouTube. Und ich kannte das nur von Twitch, von der anderen Streaming-Plattform. Und ich wusste nicht, dass es das überhaupt bei YouTube gibt. Und jemand von euch war so süß und hat hier an uns und unseren Stream gespendet, also wie so eine kleine, wie so ein Trinkgeld gegeben. Aber ich wusste nicht, dass es sowas gibt und habe dann die Spende gelöscht, weil ich aus dem Augenwinkel dachte, das sei Spam. Also ich dachte halt, das wäre Werbung oder so. Und dachte so, nee, das mache ich hier mal weg. Und das habe ich erst danach gecheckt, dass das halt eine Spende war. Und es tut mir von Herzen sehr leid. Und wenn du jetzt zuschaust, dann bitte verzeih, dass ich deine Spende gelöscht habe. Ich weiß, die Geste sehr zu schätzen. Das war... Ja, das war haben wir auch unangenehm. Erst später festgestellt. Ja, das, ja. Ich und Technik, so nämlich. Aber ich hatte wirklich keinen Plan, was es überhaupt gibt. Na gut, wieder was gelernt. So, jetzt haben wir den zweiten von drei Schritten. Das Internet ist stabil. Wir haben uns alle mit einem Getränk nochmal versorgt, alle beruhigt und draußen hört man Blaulicht. Vielleicht ist ein Keller vollgelaufen, vielleicht auch irgendwie das Internet abgebrannt. Aber unseres läuft. Und jetzt brauchen wir im nächsten Schritt auch wieder so einen Wenzel. Wie lange soll ich das abschneiden? Wie lange möchte ich das haben?
Ich glaube, du kannst es noch kürzer abschneiden, als ich hatte, ja. Weil meins ist jetzt eigentlich ein bisschen zu lang geworden. Hast du eigentlich schon über diese goldenen Ringe gesprochen? Nee, das sind goldene Ringe. Das sind goldene Ringe. Ja, die finde ich sehr cool. Die sind so super modern irgendwie. Also das hier wären ja so ist die auch normalen. Sehr schwer. Und genau, auf die hat uns auch Claudia gebracht, auf solche richtig modernen, coolen, hochwertigen Ringe. Und genau, die haben wir jetzt auch in unserem Shop für alle, die es interessiert. Genau, und dieses Benzel, das reicht eigentlich, wenn man das nur so kurz macht, wie sie ja, das gemacht dann hatte. Ja, dann mache ich das auch jetzt mal kurz einfach, genau. Oder? So? Ja, ne? Jo. Ja, so. Mhm. Dann falte ich das halb. Andrea hat geschrieben, für so ein tolles Freebie kann man auch ein bisschen Geduld aufbringen. Danke dafür. Danke für diese Worte. Es freut uns wirklich. Also wer uns kennt, der weiß natürlich, dass wir, gerade wenn dann so ein Stream nicht läuft, auch immer schnell in Hektik verfallen, weil man natürlich nicht möchte, dass da jetzt gerade 200, 300 Leute sitzen und nicht wissen, was jetzt passiert. Und ihr habt euch den Abend dafür freigenommen. Und das wissen wir einfach auch wahnsinnig zu schätzen. Und allerdings kann ich mich nicht mehr zurückentsinnen, wann wir das letzte Mal ein technisches Problem hatten. Und ich glaube auch, heute ist es tatsächlich auf das Wetter zurückzuführen. Ja. Jetzt werde ich nochmal, ich schneide einfach schnell hier so ein Stückchen ab. Der Spenzel oben. Mit der Schere. Oh Gott, das hat keiner gesehen, ne? Ja, aber ist ja eigentlich auch ein Gewebe, oder nicht? Carmen hat geschrieben, leider geht heute weder der Stream noch euer Shop. Wunderbar. Also alles hier ein bisschen chaotisch dieses Mal. Aber naja, ja, aber das mit schön, dem Shop, dass ihr da seid. Genau, das mit dem Shop habe ich mir aber ehrlich gesagt schon fast gedacht, weil es einfach so wahnsinnig viele sind. Und ach, da, wir kommen wieder. Wir sind wieder da. Wir sind wieder da, wir sind wieder da. Okay, also nutzen wir diese Gelegenheit. Ich habe jetzt hier oben einmal den Benzel festgeklebt, genau so, und legen jetzt eine Stofflage noch oben drauf. Und das wird dann auch der dritte Stickschritt sein. Ich nehme das mir gerade rüber. Mhm. Nehme wieder die Streichrichtung, lege das hier drunter. Ich kann sonst auch den einmal hoch machen. Mhm. Und lege das jetzt einmal so hier drauf. Perfekt. Den Fuß wieder runter. Und jetzt halte ich das alles einmal so ein bisschen fest. Maschine startet langsam. Was ist denn los? Nee, ich lese hier gerade einmal durch. Kerstin hat geschrieben, irgendwie geht eure Seite, aber gerade nur eingeschränkt. Du kannst dich nicht anmelden und auch keine Stickdateien in den Warenkorb legen. Ich glaube, da ist bei dir sogar schon mehr Funktion als bei anderen. Bei anderen scheint es irgendwie gar nicht zu gehen. Ja, einfach ein bisschen Geduld sollte, sobald da weniger Action drauf ist, das auch wieder gehen. Und sonst ladet euch das Freebie morgen runter. Und Claudia hat gerade geschrieben, schade, dass der Wurm drin ist heute. Ihr macht das super. Ja, wir hätten uns das auch anders gewünscht, aber manchmal ist das so. Also es ist gerade wirklich komisch, so krass hatten wir das ja noch nie. Naja. So, dann hatte Bunter Knopf noch geschrieben, hatten wir jetzt die Sache mit dem Adventskalender geklärt? Guter Hinweis, gut, dass du da nochmal drauf zurückkommst. Hatten wir das geklärt? Oh, Leute, danke für, danke für eure Spende. Jetzt weiß ich auch, dass es keine Werbung ist. ja, sollte jetzt aber auch kein... Keine Aufforderung sein. Im Gegenteil. Aber danke von Herzen. Das ist sehr süß. Aber, oh. Oh je. Und Tim schreibt, Nitz auf Cydonia, vielen Dank für das tolle Freebie. Und ja, da können wir uns auch nur nochmal anschließen. Absolut. Richtig cool, dass wir das hier zusammen machen. Solange das auch hier noch läuft, würde ich mir gerne noch zwei weitere Sachen von Claudia zeigen. Mhm. Nitz auf Cydonia. Bevor ich das jetzt gleich rausnehme und wir dann den letzten Stickschritt machen. Einmal gibt es von Claudia noch so eine richtig schöne Maskentasche. Vielleicht hat das jemand schon entdeckt, auch auf der Seite. Nicht jetzt gerade, wenn die Seite nicht geht, aber sicherlich dann auch später oder morgen. Das ist so eine kleine Maskentasche. Du hast sie auch, glaube ich, in echt hier liegen, ne? Können wir sonst auch noch einmal gerade... Du könntest eigentlich die wegmachen, oder? Ja. Ja. Ich kann auch sonst hier nochmal drauf...
Auch mit diesem richtig süßen, hier spukt es auch schon, jetzt geht ja, hier bei die uns Tür auf. Die Tür geht auf. Das schreckt mich hier. Genau, hier mit diesem süßen Stay Safe Wimpel, auch richtig niedlich. Und es gibt noch ein zweites dazu, das heißt Made by Me, glaube ich, bin ich ganz, oder? Genau. Genau. Und wer jetzt keine Maschine hat in der Größe, ich habe jetzt die Maße vergessen, aber sie stehen auch beim Produkt, Claudia hat sogar ein Schnittmuster dazu gelegt. Also genau. Dann könnte man mit jeder Maschine, weil das ist irgendwie 8 cm breit, das kann mit jeder Maschine gestickt werden, kann man das sticken und gleichzeitig kann man das, wenn man keinen großen Stickrahmen hat, das eben auch nähen mit einem Schnittmuster. Es gibt noch ein zweites Produkt, das will ich euch noch zeigen, bevor das hier durcheinander gerät. Und zwar ist das der Kussmund und den gibt es auch in zwei Größen. Das hier ist jetzt die Schlüsselanhänger Variante und dann gibt es noch ein Kissen und beide sind zusammen. Und ach, guck mal, Nastja, vielen Dank für deine Spende. Es war jetzt keine Aufforderung, dass ihr spenden sollt. Es war so richtig unangenehm, aber wir wussten gar nicht, dass es geht. Nee. Und wir haben das irgendwie auch nie eingestellt. Ich wollte es auch eigentlich wirklich nur klarstellen, dass sich die Person nicht geprellt fühlt, so abgestraft. Sie wollte was ganz Süßes machen und oh je, naja. Vielen Dank. Unangenehm. Aber trotzdem vielen Dank. Super, super lieb von euch. Bettina schreibt, kommt alle nach Köln, hier läuft es. Sehr gut. Wir kommen nach Köln. Ja. Ich hoffe, wisst ihr nämlich was? Der Server von unserer Internetseite steht in Köln. Vielleicht liegt es daran. So. Aber warte mal, kurz bevor du jetzt hier weitermachst. Genau, diese Sachen gibt es jetzt nämlich auch bei Make More und es werden bestimmt auch noch andere Projekte von Claudia kommen. Und genau, wir haben jetzt hier mit den Buchstaben gestartet, die hier zu sticken, um auch Claudia hier vorzustellen und ihre Designs. Und wenn unsere Seite dann wieder geht, dann könnt ihr euch auch mal die anderen Sachen anschauen. Und ihre Seite, die können wir hier auch nochmal... Kann ich sonst gleich auch nochmal zeigen. Und auf jeden Fall, wer Instagram nutzt, da kann ich ja jetzt auch schon mal ganz schnell darauf hinweisen, solange es läuft, es wäre irgendwie traurig, falls das nicht so wäre. Ich schalte einmal auf mein iPhone um. Ich habe selber kein Instagram auf meinem Handy als App installiert, deswegen bin ich auf der Internetseite. Aber Knits of Cydonia, wer ja Instagram hat, unbedingt folgen. Claudia, weil sie macht echt mega, mega schöne Sachen und wie wir schon gesagt haben, verdient einfach auch viel mehr Aufmerksamkeit für deine Sachen, die du machst. Finden wir echt großartig. Super Inspiration, super sauber, super inspirierend. Eine zweite Sache, auf die ich jetzt noch schnell hinweisen möchte, denn wir hatten ja gesagt, es gibt auch etwas zu gewinnen und da haben wir eine kleine Internetseite vorbereitet. Wenn ihr auf makema.de/Verlosung geht. Vielleicht läuft die Seite gerade, vielleicht auch nicht. Ich habe auf jeden Fall den Link unter das Video auch gesetzt. Dann haben wir hier eine kleine Beschreibung gemacht, wie man etwas gewinnen kann, wie man teilnehmen kann. Und man könnte jetzt hier sogar den Livestream sehen. Ich traue mich da allerdings nicht drauf zu drücken. Die Gewinne können wir jetzt gleich neben dem Foto hier. Und Marit hat ihr auch Bonbons und Konfetti zugelegt. Das gibt es natürlich zum Gewinn dazu. Drei Gewinne vorbereitet. Und was ihr tun müsst und wie ihr gewinnen könnt, das findet ihr alles auf makema.de/Verlosung. Und es gibt auch noch eine kleine bebilderte Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieser Buchstabe gestickt wird. Also das, was wir jetzt gerade hier machen, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, da mal auf diese Seite zu schauen, wer Interesse hat und teilnehmen möchte. Das Gewinnspiel oder die Verlosung geht bis zum 24.07. Das heißt, ihr habt echt entspannt Zeit, 3 Wochen Buchstaben zu machen und euch ein schönes Foto zu überlegen. Und genau, make mal mit einfach. Make mal mit, genau. Und Claudia zu verlinken. Kannst du das wieder wegmachen? Ja, was mache ich hier gerade eigentlich? Da, perfekt. Willst du die Tüten vorbereiten? Kann ich mit meinen Tüten auch mal auftauchen? Ja, bitte. Ich fühle mich auch immer wie so ein Übermarm, die jetzt immer hier so Geschenketütchen packt. Aber sowas macht mir auch einfach richtig Spaß. Und genau, das sind die 3 Gewinne. Also es gibt 3 Gewinner oder Gewinnerinnen, weil wir finden es auch immer so schade, wenn nur eine Person gewinnen kann. Deswegen dachte ich mir so, komm, wir machen einfach gleich 3. Und diese Gewinne, ich kann die ja gleich vorstellen oder soll ich es jetzt machen? Ja, jedenfalls ja, sind das alles Sachen, genau, die besonders gut passen, weil wir ja ganz viel in The Hoop stecken und Claudias Dateien auch alle in The Hoop sind bis jetzt
Und genau, das sind dann so kleine Werkzeuge, die da dienlich sein können, zu helfen. Genau, so einer der größten Preise ist dann hier eine Wario-Zange. Das ist so eine Zange, mit der man Ösen machen kann. Kann die, sollen wir sonst Genau, du einmal. kannst die mal einblenden. Ja. Ach so, nee, die habe ich, glaube ich, nicht Ach so. vorbereitet, die einzelnen Fotos. Aber wir haben sie ja hier in echt, ne? Bis einmal. Also du, da gibt es auch noch die Stickdatei dazu, ne? Stay Genau, die safe. Stickdatei und noch zwei andere Werkzeuge oder Ihr seht es ja Zubehörsachen auf dem Foto. genau, oder auch auf der Verlosungsseite Zubehör noch für. Ich habe das, ich hätte gedacht, ich hätte jetzt hier umgeschaltet. So, perfekt. So. Genau, das ist ein kleines Tütchen mit Bonbons, allem drum und dran und die Stickdatei Stay Safe von dieser Maskentasche. Ein zweite ist, glaube ich, auch ganz viel Näh- oder Genau, auch Stickzubehör. Stickzubehör, was man auch gebrauchen kann. Hier so ein Ecken- und Kantenformer, das ist besonders praktisch. Das hätte ich eben gebraucht, als ich hier versucht habe, das M zu wenden, zum Beispiel. Genau, eine Stecknadel, die ich richtig süß fand, hier mit diesen kleinen Herzchen drauf. Und in diesem zweiten Preis ist auch dabei unser schicker USB-Stick. Ist schon alles vorbereitet. Ja, das heißt, wir können die theoretisch sofort losschicken, aber das Gewinnspiel geht, wie ich eben sagte, bis zum 24.07. Und dann nach der Verlosung wird natürlich auch bekannt gegeben, wer da gewonnen hat. Und wir würden uns natürlich auch wahnsinnig freuen, dass die Gewinnerin oder der Gewinner, je nachdem, dann uns auch vielleicht ein Foto zukommen lässt. Ob mit Gesicht oder ohne Gesicht, das ist dir dann selbst überlassen, aber dass wir das hier gemeinsam dann im nächsten Stream auch zelebrieren können. Genau, perfekt. Dann wollen wir die vom Tisch oder? Genau, ja, Ja? und auch im dritten Preis sind auch noch schöne Zubehörsachen. Und ja, wir freuen Super. uns einfach auf diese, also wir hoffen, dass wir euch damit inspirieren können, das auch direkt umzusetzen, weil mir geht es zum Beispiel immer so, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, dass man sich eine Datei runterlädt und denkt so, cool, ja, das ist ach, super Idee, mache ich mal. Und dann versumpft das irgendwo auf dem Computer, weil man irgendwie auch tausend andere Dinge im Kopf hat, was ja auch klar ist. Und jeder hat irgendwie super viel zu tun. Aber manchmal, wenn man dann so einen Anreiz hat, das wirklich direkt zu machen, dann gewinnt man sozusagen doppelt. Absolut, ja. Ich schneide jetzt einmal hier den Buchstaben aus. Genau, und die Verlosung geht über Instagram und über Facebook. Da könnt ihr bei beiden Ah, mit das dem mit Hashtag. Facebook müsste ich dann noch ergänzen. Das war mir neu. Aber können wir machen. Das hatten wir doch Ja, besprochen. ich höre manchmal auch immer nur die Hälfte. Genau, aber nicht jeder hat ja Instagram. Ja, hast du Deswegen absolut haben wir es recht. auch auf Facebook ausgeweitet, eigentlich. Ja. Da könnt ihr es auch posten mit dem Hashtag und uns markieren. So. Perfekt. Ganz Der kurz. Nadelelfe sagt, ach was, ist mir noch nie passiert. Was denn? Gar nicht. Wahrscheinlich das mit dem, dass etwas versumpft auf dem Computer, würde ich jetzt mal Dann hat man es und denken. macht es nie, ne? Ja. Genau. Ich muss mal ganz kurz was fragen. Das ist ganz merkwürdig. Ich habe hier keine Öffnung, oder? Habe ich Ja, irgendwie gerade die. gepennt? Ah, ne, ja, ich habe gepennt. Ja, ich habe gepennt, Das ist Leute. ja so der Clou. Und da Ah. an der Stelle auch, ich weiß gerade nicht mehr, wer, Elke. Nee, hat der Elke das geschrieben? Ja, Ich weiß mein gerade nicht mehr Fehler. wer, aber eine von euch hatte geschrieben, ob du etwas vergessen hast, weil auf der anderen Seite, kannst du nochmal zeigen, Ja. hier ist ja nicht die Aussparung Korrekt. gestickt für das Loch. Und das ist tatsächlich auch der Clou an der Sache, weil wenn man das Loch sticken würde, dann könnte man das Ganze nicht mehr wenden. Absolut richtig. Und genau Ich werde das jetzt deswegen. hier einschneiden und die Mitte nämlich. Ich hoffe, soll ich momentan mal hier rübergehen? Ich werde jetzt, also ich habe es ausgerissen, ausgeschnitten und werde jetzt, es gibt es nämlich nur auf der inneren Seite, deswegen ist auch ganz wichtig, alle Schritte so zu befolgen, wie es auch in der Anleitung steht, einmal einzuschneiden. Ich hoffe, ich komme da durch. So, vielleicht ziehe ich das noch einmal weg hier und biege es jetzt hier vielleicht einmal. Mit so einem dicken Stoff habe ich es ehrlich gesagt noch nie gemacht. So. Vielleicht mache ich die auch Ja, hintereinander. mach eins nach dem Ja, anderen. genau. Ich schneide das jetzt einmal hier aus. Gibt es ansonsten noch Anmerkungen oder Fragen? Ich bin gerade richtig glücklich, dass der Stream läuft, weil meine Sorge war schon, dass das jetzt einfach so im Sumpf versumpft. Wir sind weg und wir hatten keine Möglichkeit, Tschüss zu sagen Wir sind dann einfach mal für weg. diese Pause jetzt und so lang wird es ja auch nicht sein. Linda hat geschrieben,
Die Prim-Produkte sind echt super und mit dem Stick liebäugelst du auch. Du hast vor kurzem deine erste Stickmaschine gekauft, die Brother 870. Dank uns. Sehr cool, das freut uns total, total dass wir cool. dich da ein bisschen beraten konnten oder inspirieren. Und Conny hat geschrieben, da du noch keine Stickmaschinen hast, versumpfen alle Freebies auf deinem Computer. Ja, da kann man dann natürlich auch nichts machen. So. Genau, Stoffel, vielen Dank für deinen Kommentar. Däumchen nicht vergessen, wenn es euch gefällt. Trotz Strapazen. Freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen gebt. Ich tue mich hier gerade so richtig schwer mit dem Ausschneiden. Ja, das... Ja, und Alexandra hat geschrieben, die Maskentasche ist ja mega süß, jedoch hattest du gehofft, dass die Masken irgendwann mal wieder aus unserem Leben verschwinden, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Irgendwie hatte man ja mal die Hoffnung, dass jetzt im Sommer das alles irgendwie so grob überstanden ist und jetzt absolut. Ja, weiß man wieder nicht, wie der Herbst und Winter wird, aber das ist ja zum Glück noch etwas hin. Ja. So. Ja. Ah genau, Dirt war das. Du hattest geschrieben mit dem, ob du das, also dass du das Programm unterbrochen hast und ob da nicht der Mittelteil fehlt. Nee, genau, das wird jetzt hier einmal ausgeschnitten und bei allen Buchstaben mit den Löchern, also halt A, B, O, P, Q. P, Q. Reicht genau. das, würdest du sagen? Oder soll ich noch ein bisschen weiter ausschneiden? Das ist ja dann auch so ein bisschen abhängig davon, wie groß möchte man das Innenteil haben und braucht ja noch ein bisschen Platz zum Zusammennehmen. Ich glaube, ne? das reicht. Man kann sich dann ja auch an der Naht orientieren. Ja. Genau. Claudia, was würdest du sagen? Reicht Claudia, sag Bescheid. Ja. Genau, ein A hatte ich schon, da, das war aber mit so einem Stoff. Das ist, glaube ich, der ist gleiche. Der gleiche. Mhm. Genau, da habe ich es, glaube ich, ein bisschen zu groß ausgeschnitten. Und ich finde es eigentlich niedlich, wenn das so schön puffig ist. Mhm. Und jetzt wende ich es einfach hier rüber. Genau, durch das Loch. In durch das Loch, genau. Mhm. Und somit hat man natürlich außen schon mal eine perfekte Naht. Ulf hat geschrieben, du darfst die Maske berufswegen schon 8 Stunden täglich tragen. Ja. Willkommen im Club. Aber ist das bei dir immer so oder jetzt Corona-bedingt? Weil manchmal, ich glaube, da hatten wir auch irgendwann schon mal drüber geredet, alle, die so wie Zahnärzte sind oder Ärzte allgemein, die halt immer so, sowieso solche Masken. Oder Labor, ne? Oder im Labor. Mhm. Die denken wahrscheinlich auch alle, stellt euch mal nicht so an. Das denke ich auch oft, gerade so... wie du schon sagst, ne? Zahnärzte, die das einfach schon immer tragen, die lachen da wahrscheinlich noch ein bisschen müde drüber. Aber tatsächlich bei einigen Berufen ist das auch wirklich nicht schön. Guck mal, so sieht es aus. Finde ich richtig schön. Gefällt mir auch gut, dass ich das nicht zu groß ausgeschnitten habe, weil... Und ich mache mal Chaos, ne? Ja, ja, bei mir ist überhaupt kein Chaos. Das sieht super aus. Kann ich die Füllwarte noch haben? Ja, klar. Wollen wir nochmal gerade auf den Win und Fail zu sprechen kommen? Den leite ich, glaube ich, jetzt ein. Genau, meinen hatte ich ja schon zu Besten gegeben. Cool. Ja, schöne Animation. Mhm. Ah, Sabine hat geschrieben, bei dir ist es immer so, du arbeitest im OP. Ja, dann kennst du das und kanntest es ja schon vorher mit den Masken. Ich muss auch sagen, dass mir das mit Füllwatte besser gefällt als mit Resten. Ja, das also ist A, flauschiger, es verteilt sich besser. Ja. Ja, hast du, also du hast den Win und Fail, ich habe meinen aufgeschrieben. Das war ich so aufgeregt, weil irgendwie der Stream nicht ging, dass ich meinen Win und Fail vergessen habe, aber zum Glück habe ich ihn ja aufgeschrieben. Und zwar Fail letzter Stream. Genau. Ja. Aber ein Win ist, dass wir es geschafft haben, Erdbeermarmelade zu kochen. Hast du hier geschrieben, Fail Sonne und Fail Regen? Ja. Bist du so ein Wettermoserer, der immer... Ich finde gerade, es ist ein bisschen... Die Erdbeermarmelade geht ein bisschen unter hier. Warum? Also, weil ich da wollte die noch ansprechen. Ach so, ja. Wir haben Erdbeermarmelade gekocht. sie ist super, super lecker. Und zum Thema Wettermoserer, ich finde schon, dass es gerade... Für so einen Hochsommer? Ja, es ist schon komisches, sehr durchwachsen. Komisches, durchwachsenes Wetter ist. Aber lass uns kein Wettermoserer sein, du hast absolut recht. Ja. Ich packe jetzt hier noch ein bisschen Watte rein. Aber es war so richtiges Klebwetter, da muss ich dir recht geben. Ja, war schon klebrig, ne? Mhm. Ja. So, willst du noch mehr reinpacken hier?
Wollen wir die Öffnung noch schließen? Auf jeden Fall. Gerade genau. Nämlich, weil bei dem A, wollen wir dann nochmal die Plätze tauschen dafür? Können wir auch. Ja? Ich sage, wir räumen einfach mal alles zur Seite. Das müssen wir dann später aufräumen, aber das sieht man ja nicht. Einmal alles weg. Wir haben jetzt zum Glück unseren Staubsaugerroboter. So. Roboter. Mal ein bisschen Ordnung machen. Ja. Ja. Aber hier nochmal zur Marmelade. Rein Erdbeermarmelade. Verhältnis 2:1. Also ein Teil Zucker, zwei Teile Frucht. Und sie ist unfassbar lecker geworden. Und mich wundert es gerade, dass du dazu nichts sagst, weil du wolltest nur noch Marmelade essen. So nur noch Marmelade? War's. Ja, hast du gesagt. Den Rest meines Lebens? Ja. Ja, also ich meinte, dass man morgens dann ja auch nur noch Marmelade auf den Tisch tun muss. Hast du nicht eigentlich was vergessen? Oh ja, das ist auch schön. Genau, ich habe mir eine Strandtasche genäht. Ich kann die ansonsten auch mal hier so... Falls man diesen Sommer nochmal irgendwie an den Strand kommt. Genau, mit so einem Meerjungfrauen-Glitzerschwanz, Schweif, Flosse. Ja, Nicole hat geschrieben, du bist am Montag voll geimpft und dein Nähzimmer ist bald fertig. Und wir hatten ja schon geschrieben, wir wollen auf jeden Fall Fotos sehen. Jo. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Ja. So. Genau, das hier ist mein kleines Nähkästchen. Guck mal, Sabine hat auch Marmelade aus gepflückten Erdbeeren gemacht. Wow. Richtig cool. Das ist noch ein bisschen cooler. Ja, wir wollten eigentlich auch selber pflücken. Aber wir hatten so Sorge, dass plötzlich die Erdbeersaison vorbei ist und wir es nicht schaffen. Und haben dann aus dem alten Land Erdbeeren bekommen. Jo, genau. Ich zeige jetzt hier gleich nochmal, wie man das Loch in der Mitte schließt. Das ist so ein ganz, ganz bisschen knifflig, aber eigentlich auch nicht schwer. Also so die ersten 2-3 Stiche, da muss man so ein bisschen friemeln, aber dann... Ja. Geht's. Und hier kriegt das auch gerade nicht. Sabine schreibt gerade, die Marmelade hat eine tolle Farbe und was mit Zitronensaft echt sehr, sehr gut funktioniert. Also oft wird Marmelade ja auch braun, wenn man sie einkocht. Mhm. Und wenn man einfach ein bisschen Zitrone reinmacht, das muss wirklich nicht viel sein. Hast du eine Schere irgendwo? Ja, hier. Geht auch eine Stickschere. Das geht auch. Dann bleibt die irgendwie rot. Ja. Genau, Nicole schreibt gerade, bekommt ihr zu den Fotos vom Nähzimmer, richtig cool. Und Sven Sensationell schreibt gerade, wenn man das mit dieser Watte reinstopfen so sieht, dann will man die ganze Zeit mitmachen. Mhm. Kann ich irgendwie auch verstehen, so ein bisschen friemeln und frickeln, ja. Andreas hat sich verabschiedet, schön, dass du da warst. Vielen Dank. Wir sehen uns hoffentlich Ende des Sommers. Sehr gerne. Ein genaues Datum, ich weiß nicht, ob das schon feststeht. Ansonsten werden wir es aber auch nochmal schreiben. So. Okay, ich zeige einmal hier gerade, was ich mache. Okay? Soll ich mal mit dem... Geh mal am besten dichter rauf. Ja. Ja. Warte. So. Genau, also ich habe jetzt hier erstmal den Faden festgeknotet. Also den Faden habe ich doppelt und festgeknotet. Ich schneide den noch ein bisschen ab. Ich kriege so ein bisschen raus. Mhm. Hat man eine bessere Übersicht. Genau, den lege ich jetzt hier rein. Und jetzt ist es sozusagen einfach ein Matratzenstich. Heißt es eigentlich Matrizen oder Matratzenstich? Hm. Also das ist ja sozusagen ein Stich, bei dem man dann am Ende das nicht sieht, dass da eine Naht ist. Und das ist eigentlich super einfach, aber dadurch, dass es hier um die Ecke geht, muss man einmal sich so durchwulsten. Das heißt, ich bin hier an der Oberseite, habe ich es festgeknotet und jetzt gehe ich sozusagen auf die, das ist ganz schön fett, gehe ich hier auf die Unterseite. Einmal rein? Von unten oder von oben? Eigentlich so rum. Ich hätte vielleicht nicht in der Ecke anfangen sollen. Oder ich mache es einfach so, ich gehe jetzt hier rüber und steche jetzt einmal rein und einmal wieder raus. So. Zieh das zu. Geh wieder auf die Rückseite. Also durch das Loch, ja. Und jetzt mache ich hier das Gleiche. Einmal rein und wieder hoch. Wenn man jetzt zieht, dann schließt sich das schon so ein bisschen. Und es wird immer einfacher mit jedem Stich. Jetzt mache ich hier das Gleiche auch wieder. So und... So.
Ah, okay. Jetzt wird ein Schuh draus. Annette Oh. verabschiedet sich auch gerade. Jetzt habe ich hier natürlich die Watte durchstochen. Schön, dass du dabei warst. Ja, und eine ganz, ich hoffe, schönen Sommer für dich. Also für alle, die sich auch verabschieden wollen. Und wir sprechen gleich noch über Win und Fail hier. Genau, ist hier noch ein Win oder Fail eingefallen? Ja, ich, bei mir jetzt, ich will auf jeden Fall eure Win und Fails noch Ah hören. ja. Schreibt mal rein, Aber falls ihr es ein noch nicht großer getan Win habt. ist auch, dass wir Claudias Inspiration hier für alle Makeys haben. Und pass auf, ich, ja, oder ich guck mal, ob ich vielleicht so, macht das Sinn? Oder ist Jo. das, dass man so ein bisschen erkennt, du kannst ja noch parallel sonst ein bisschen was erklären, so. Ich muss jetzt einmal gerade schauen, was ihr so schreibt, nicht, dass wir jetzt beide hier versumpfen. Versumpfen ist auch Ja. das Wort dieses Streams. Genau, Claudia schreibt nämlich, ich drehe die Nadel immer um, wenn ich sie durch das Loch stecke, also mit dem Öhr voran, so bleibt man nicht ganz so in der Watte hängen. Auch noch ein super Ah, Tipp. Vielen, vielen Dank. sehr gut. Ja, Susanne schreibt, du wurdest am Samstag gefirmt. Fail, deine Chorprobe ist gestern ausgefallen und du bist umsonst in die Stadt gefahren. Das ist natürlich super ärgerlich, vor allem, weil wir in einer Zeit leben, wo man sich eigentlich über viele Kanäle Bescheid sagen könnte, ne? Ja, Das man verstehe braucht ich ja nicht. keine Ja. Telefonkette mehr. Ja. Alex sagt, hab mit den Kindern Erdbeer-Kiwi-Marmelade gekocht, auch mega Oh, lecker. mit Und Kiwi. deine Mama macht ja auch immer Experimente, ne? Wenn man das so sagen darf, mit Marmelade. Und Ja, dann, immer so Specials, ne? ja, finde ich aber auch super. Mm, ist Ja. auch richtig lecker. Vor allem auch, also ich gehe nochmal hier rum und vielleicht mache ich die nochmal an. Ich weiß nicht, wie viel man jetzt noch zeigen soll. Hiervon parallel will ich natürlich auch lesen, was ihr so geschrieben habt. Genau. Dann schreibt Claudia noch, mit den Fingern kann man relativ leicht ein Loch in die Watte pulen, damit sie nicht so im Weg ist. Ja. Auch ein guter Tipp. Ja. Chopper hat eine Janome 550E, richtig cool. Und hast wieder Probleme mit deinem kaputten Knie. Das ist natürlich ärgerlich. Aber da muss man das ausruhen, zu Hause bleiben und sticken. Stimmt, da muss man es ja Ja. nicht strapazieren. Ja. Stefan Geis schreibt, Schnecken haben brutal zugeschlagen. Das kann ich mir bei dem feuchten Wetter natürlich auch richtig gut vorstellen. Und wenn man sich dann so viel Mühe gegeben hat, Pflanzen anzupflanzen oder auch ein kleines Beet, das ist natürlich ärgerlich. Ja. Es ist jetzt so cool, wie sich das hier immer mehr Ich gehe jetzt schließt. noch einmal gerade drauf, weil auch gerade von Bunter Knopf der Hinweis kam, dass deine Wendeöffnungen immer doof aussehen und jetzt das mit dem Tipp. Wirst du es mal probieren in der Hoffnung, dass es besser wird? Bestimmt, also damit zieht sich das halt, jetzt kann man es vielleicht auch ganz gut sehen. Wenn man jetzt hier zieht, dann schließt sich das so richtig elegant. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ja, außen ist übrigens noch Folie, die ich eingestickt habe, die kann man dann später noch wegziehen. Ich gehe nochmal. Man darf jetzt nur nicht Okay. durcheinander kommen. Genau. Flo schreibt, muss auch Schluss machen. Euch einen schönen Urlaub. War wieder toll, trotz der Unterbrechung. Vielen Dank für das Nachsehen. Wir ärgern uns natürlich auch ein bisschen darüber, dass es nicht so einwandfrei geklappt hat. Aber ich meine, immerhin ist es nicht komplett abgebrochen. Und es war dann so ein kurzer Moment und bin jetzt auch ganz froh, dass es wieder funktioniert und läuft. Genau, Janine, was benutzt ihr für Tape, um den Aufhänger beim Sticken zu fixieren? Wir haben jetzt so ein, wie nennt man dieses Tape? Kinesio-Tape. Eigentlich, womit man sich, ich habe jetzt überhaupt gar keinen Plan davon. Ja, ich weiß nicht, ob du was zu diesem Tape sagen kannst. Jedenfalls kannst du aber auch einfach Kreppband nehmen. Also Malerkrepp zum Beispiel, irgendwas, was hinterher relativ leicht wieder abzuziehen ist. Das Coole hier dran ist, man kann es halt immer wieder verwenden. Du kannst aber auch ein Pflaster oder sowas verwenden. Das funktioniert auch. Ja. Genau. Genau, Margot schreibt, Win, diese Buchstaben sind super. Und das sehe ich genauso. Ich hoffe auch, dass Magma gleich wieder läuft und ihr das alle fleißig runterladen könnt. Rosa Engelchen sagt, kann jetzt leider erst bei uns sein. Freust dich, den Livestream später anzuschauen. Wir haben schöne Buchstaben gemacht und du kannst sie auch noch runterladen.
Und du kannst es jetzt vielleicht auch flüssiger sehen, also wenn du es nachschaust, als es hier teilweise war. Das stimmt. Etwas Ja. dockelig. So, Kerstin, ein Riesenwin und das finde ich großartig, dass du dir zum ersten Mal eine Hose ohne Schnittmuster für dich selber genäht hast, beziehungsweise dir das Schnittmuster selber erstellt hast. Und da kannst du mega stolz auf dich sein, hast direkt eine zweite genäht. Und das war ja auch, glaube ich, beim vorletzten Stream ein großes Thema, stolz sein auf sich selber. Insofern finde ich richtig, richtig gut. Ja. Birgit springt gleich mit rein und sagt, ich nehme immer schmales Malerkrepp, um bestimmte Elemente oder jetzt so einen Anhänger zu befestigen. Super Tipp, vielen Dank. Gabi sagt, bin noch 2 Tage arbeiten, dann Urlaub. Und ich hoffe auch, dass irgendwie so ein kleines Wegfahren drin ist, dass man irgendwie auch ein bisschen wegkommt, mal aus den eigenen 4 Wänden. Und wenn nicht, dann muss man es sich einfach zu Hause so schön wie möglich machen. Elsa Apfelmus sagt, win das heutige Freebie. Ich finde es auch echt großartig. Vielen, vielen Dank nochmal an Claudia, dass du uns das zur Verfügung stellst. Und dein kleiner Fail oder auch vielleicht großer Fail, dass du oft Migräne hast, das kenne ich gerade, wenn das Wetter so oft umschlägt, so unstetig ist, vielleicht auch gerade so ein Tiefdruckgebiet hat, dann entwickelt man so eine Wetterfühligkeit. Manche haben es dann in den Knochen, manche haben andere Wehwehchen, also nicht im Negativen, sondern ich kenne das auch, dass ich dann. Jeder hat oft so seine, irgendwie so ein Körperteil oder irgendwelche Sachen, mit denen man Ich habe ja so auch das oft häufiger dann mit Migräne. zu kämpfen hat. Das ist echt ganz Ja. verrückt. Ja. Gabi schreibt, Azorenurlaub wurde leider gecancelt wegen Quarantäne, aber dein Win ist dafür Fahrradfahren in Österreich. Ich hoffe, du hast eine Gangschaltung. Schön. Kannst du mir noch mal die Füllwatte Ja. geben, weil jetzt, wo es fast zu ist, kann man noch so ein bisschen noch was Reinstopfen, dann gehe ich reinstopfen. nochmal rum. Ja, hier im Norden braucht man ja keine Gangschaltung. Da gibt es auch, glaube ich, wenig Fahrräder mit Gangschaltung. Also, hier ist es auch sehr anstrengend. Hier Wir haben ist es auch super anstrengend. steile Steigungen. Ja. So ein Teils. paar Meter gibt es hier schon. Ja, dann kann man kurz bevor du dann fertig bist, nochmal auffüllen. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wo die Azoren sind. Weißt du das? Die Azoren Ja. sind doch im Atlantik, oder? Sind das nicht Madeira und so? Ist das nicht? Gehört das auch zu den Azoren? Ich glaube schon. Ich springe mal ganz kurz rein. Es ist nämlich gerade so noch ungesprungen und jetzt lese ich gerade von Andrea, da geht es nämlich nochmal um das Sticken. Durch die Unterbrechung habe ich das mit dem A nicht mitbekommen. Denkst dir gerade einen Knopf ins Gehirn, dass man das Loch nicht gleich mit hätte sticken können und trotzdem wenden können. Und da habe ich mir auch wie sagt man, einen Knoten ins Gehirn gedacht. Und du sagtest dann, nein, das geht nicht. Und ich habe es dann probiert und es geht wirklich nicht. Und dann hattest du eine Alternative noch überlegt, die du auch mit Claudia besprochen hast. Aber dann sind wir letztlich auf die Lösung gekommen, dass das doch die beste Möglichkeit ist, um auch immer ein schön sauberes A hinzubekommen. Es gibt aber keine Möglichkeit, es gibt nur eine Wendeöffnung. Und deswegen ist es beim Buchstaben, wo etwas geschlossen ist, nicht möglich. Ja. Genau, es lässt sich dann leider nicht wenden. Aber Ja. so hat man noch so ein bisschen Handarbeit. Das kann man ja dann auch vorm Fernseher machen oder so. Ja. Oder wenn man ein paar YouTube-Videos oder Streams schaut. Ja, Sabine sagt, mein Daumen wird besser und du musst im Moment nicht operiert werden. Das ist natürlich auch ein Riesenwin. Und das muss man dann auch wertschätzen, dass man eben auch merkt, wenn es einem gut geht und nicht nur, wenn es einem schlecht geht. Finde ich auch gut. Nadelelfe sagt, Kinesio klebt man sich eigentlich auf den Körper gegen Schmerzen oder zur Stabilisierung. Vielen Dank für den Hinweis. So, So, das. Marion verabschiedet sich auch in den Urlaub. Hast gesagt, es hat ihr Spaß gemacht zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst. Richtig schön. Ich mach mal das wieder aus, oder? Hier, da muss ich das nicht halten. Genau. So, jetzt haben wir das M und das A. Und richtig schön finde ich die. Und wie gesagt, auch ein tolles Mitbringsel oder Geschenk. Absolut, total schön. Ja. Richtig süß. Ja. Ich kann es sonst noch mal hier einmal rüberhalten. Du Jetzt mal darfst hier. dein A Ich halten. zeige mal ein A. Sieht auch echt schön aus. Oder mach mal hier noch den rein, den goldenen Ring. Ja. Und dann kann man es so vor sich hängen, ne? Ich krieg's nicht ran.
Ja, Marc-Mar verabschiedet sich auch, muss morgen früh raus. Wünsche dir eine gute Nacht. Ist natürlich vollkommen fein. Wir sind jetzt auch schon ein bisschen über der Zeit. Ich muss auch morgen arbeiten, aber ich habe noch Lust hier einfach. Ja. Schön, dass du da warst. Dir auch einen schönen Sommer. Richtig cool. Also das hat auch voll Spaß gemacht, die zu machen. Und ihr habt ja auch gesehen, wie schnell das geht. Also vor allem alle Buchstaben, die eben kein Loch in der Mitte haben, die gehen einfach super, super flott. Ja. Und ja, richtig cool. Richtig Geht cool. eigentlich unsere Seite inzwischen wieder? Hat das mal jemand probiert Ich oder gehe mal ist immer selber noch drauf down? gerade. Nee, Nee. sieht nicht gut Ach aus. Mensch, das ist ja echt richtig Ja, blöd. kümmere ich mich gleich drum. Genau, Sarah schreibt, Win den ganzen Keller gestrichen, nur noch der Kork muss gelegt werden. Auch die Zeit genutzt, um mal was zu renovieren, was zu erneuern. Und da habe ich gerade irgendwas anderes genäht. Genau, SB sagt, kann nur nähen und plotten, hast keine Stickmaschine. Aber was nicht ist, kann ja vielleicht irgendwann noch werden. Wäre auf jeden Fall toll, würden wir uns wahnsinnig freuen, aber trotzdem schön, dass du zuschaust und dabei bist. Und zumindest dieses kleine Täschchen hier, es muss ja nicht nur zwingend ein Maskentäschchen sein, kann ja auch eine kleine Klatsch zum Mitnehmen sein für einen Geldschein oder was auch immer man mitnehmen möchte, finde ich auch richtig, richtig schön. Andrea schreibt, hast als Win deine Schutzhülle für deine Stickmaschine endlich fertig, Schnitt selbst erstellt und dann einmal Disney World und zurück. Das klingt doch richtig gut. Auch dass teilweise halt wegfahren Urlaub wieder möglich ist und ich hoffe, dass es auch möglich bleibt. Ja. Jetzt ist es ja so ein bisschen gerutscht gerade. Sigrid schreibt, ich nähe den ganzen Livestream mit der Hand ein Kuscheltier mit dem Gesicht von der Jade Nummer 12. Lass mich kurz überlegen. Nummer Jade Nummer zwei. 12. Nee, das sagt mir auch Sagt mir auch nichts. nichts. Genau. Else Apfelmus sagt, ich sag nur Weihnachtsanhänger, Geschenkanhänger. Wir wissen auch, dass Claudia alle Buchstaben einmal durchgestickt hat und sie A zu testen und B jetzt auch wahnsinnig viele Geschenke hast. Da bin ich mal gespannt, welche Freunde von dir mit Q und mit Z und mit Y dann auch so einen Anhänger bekommen. Aber finde ich wahnsinnig toll. Ja. Genau. Kerstin schreibt, hoffentlich hält das Wetter. Achso, das war bezogen auf den Stoffmarkt. Genau. Ich werde mich gleich direkt einmal um die Seite kümmern, dass dann Restart gemacht wird, dass zu viele Zugriffe gleichzeitig waren. Vielleicht Genau. könnt ihr euch ja irgendwo in Notizen oder so oder unter dem Video posten, wenn sie auch nochmal die Links speichern. Genau. Genau, einmal zum Buchstaben mit dem Freebie-Code und den die Seite über das Gewinnspiel, die du vorhin noch gebastelt hast. Genau. Genau, dass ihr euch das dann Also morgen oder der später nochmal angucken könnt. total, genau. Herr Starboy verabschiedet sich, dir auch einen schönen Sommer. Flavi verabschiedet sich, Sissy verabschiedet sich. Ich denke auch, dass wir uns jetzt mal langsam auch noch ein bisschen Ordnung machen hier. Ich gucke jetzt einmal, dass die Seite irgendwie da läuft, dass ich denen mal schreibe, dass sie den Server neu starten. Und dann freuen wir uns wahnsinnig, dass ihr alle so zahlreich dabei wart. Vielen, vielen Dank an Claudia, dass wir hier so ein tolles Freebie von dir heute hatten. Aber selbst wenn das Freebie vorbei ist, spricht ja nichts dagegen, diese vielen tollen Buchstaben auch zu sticken. Und wir wünschen euch alle einen ganz schönen Sommer. Oh, irgendwie ist es auch voll traurig jetzt. Ja. Ja, genau, wir peilen an, am letzten Mittwoch im August wieder hier zu sein. Und bis dahin ordentlich Ideen zu tanken und Kraft und Energie zu tanken, damit wir dann wieder richtig ja, aufgeladen mit unseren Kreativakkus in den Herbst starten, wobei es ja eigentlich auch noch nicht mal Herbst ist. Da ist dann Spätsommer. Das stimmt. Ich finde das Wort Kreativakkus auch so cool. Das hatte auch mal irgendwer von euch Makeys so angebracht. Das fand ich richtig Stimmt. cool. Und das werden wir mal machen. Und ja, aber es war ein richtig schöner Stream mit euch. Irgendwie, es baut einen auch so total auf, dass ihr dann alle so geduldig und lieb seid, auch wenn hier mal nicht alles läuft, wie es soll. Aber so ist manchmal das Leben, ne? Aber es hat ja doch noch geklappt, Ja. das Internet hält und ja. Super. Ich kümmere mich jetzt mal darum, dass irgendwie die Seite wieder läuft. Den Code habe ich gerade nochmal eingeblendet. Wir werden ansonsten alle relevanten Links auch nochmal unter das Video verlinken. Und ja, hast du noch was zu sagen? Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer und wir werden schreiben, in Kontakt bleiben.
und euch rechtzeitig informieren, wann es weitergeht und vor allem, womit es weitergeht. Und da haben wir schon einiges für euch vorbereitet in den letzten Wochen. Seid gespannt, große Überraschung, was uns im Herbst oder im Spätsommer hier alles auf den Tisch kommt. Das ist doch ganz interessant. Ja. Ja, voll. Och, wir müssen wir lesen gleich nochmal die ganzen Kommentare durch. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Abend, wir wünschen euch eine schöne Restwoche, wir wünschen euch schöne Sommerzeit, viel Sonne, Entspannung, wo auch immer, ob zu Hause oder unterwegs, und bleibt gesund. Genau, das Wichtigste, ne? Ja. Auch in diesem Jahr. Wir lesen jetzt nochmal, ne? Wir lesen Kommentare. Das jetzt durch, wir räumen hier ein bisschen auf, dann esse ich noch ein Brot mit Marmelade. Ja, ich bin dabei. Auf jeden Fall. Und dann passt auf euch auf. Bis bald. Liebe Melkis. Tschüssi. Ciao.